herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute mal wieder auf dieser Wiese hier. Ich habe natürlich wieder meine Schuhe an, habe mich aufs Fahrrad geschwungen, wieder den Spaten angeschnallt und jetzt suchen wir diese Wiese ja ab. Auf der war ich schon mal, ich war dort drüben, habe 4 Silbermünzen gefunden in einem Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch angucken. Und jetzt werde ich mal hier ein bisschen drüber gehen, mal gucken, was hier so ist. Der Landwirt meinte, hier waren mal Kleingärten. Also mal gucken, was hier noch so rumliegt. Also bleibt dran, bis zum ersten Fund. Und da ist auch schon der erste Fund. Ja, klein, massiv, sieht aus wie ein Ornament da drauf, sieht aus wie eine Beere oder so, aber ja, weiß nicht, weiß auch nicht, ob man da noch so viel sauber dran machen kann, ansonsten keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall sieht es weniger aus wie Müll, naja. Und weiter geht's mit einem Knopf, ja, steht irgendwas mit Militär drauf. Sehe ich leider noch nicht, oder? Nö, keine Ahnung. Ihr könnt es wahrscheinlich besser lesen als ich. Aber vielleicht nach dem Sauber machen, mal gucken. Und noch ein Knopf. Man erkennt auch noch leicht den Adler drauf, würde ich sagen. So, vielleicht ein preußischer, keine Ahnung. Halleluja, die erste Münze, ein Reichspfennig, drittes Reich. Ziemlich vergammelt, aber ein guter Start. Jetzt kann es losgehen, denke ich. Und hier eine Art Schnalle, denke ich. Also hier kommt wahrscheinlich der Gurt durch. Und hier mit dem Knopf wird es festgemacht. Und ein abgebrochener Schlüssel. Und die nächste Münze, 10 Pfennig, Deutsches Kaiserreich. Und voll vergammelt. Das sieht interessant aus. Vielleicht ein Deckel von irgendwas, aber hier ist irgendwas abgebrochen. Tja. Vielleicht ist es auch nur Müll, keine Ahnung. Ich nehme es auf jeden Fall sowieso mit. Und noch eine Plombe. Ziemlich flach. Eine Eisenschnalle. Und hier haben wir eine Weizenmehlplombe. Das 00 steht übrigens für die beste Reinheit. Also ist sehr fein. Ja, ansonsten hinten Waffen drauf. Ja, schön. Und eine Schnalle. Die sieht noch ziemlich gut aus. Ich glaube, es ist trotzdem eine Eisenschnalle, auch wenn sie nicht mehr, wenn sie gar nicht mal so verrostet ist. Ja, schön. Ja, Freunde, ich glaube, meine Geduld heute wurde belohnt. Ich habe bis jetzt wirklich noch nichts Gutes gefunden und jetzt einfach dieses Teil hier. Oh Mann. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sowas finde. Aber wow, auch noch ziemlich gut erhalten. Krass. Nicht schlecht. Vielleicht liegt hier noch mehr davon. Wäre auf jeden Fall cool. Okay, so einen Schlüssel habe ich auch noch nie gefunden. Der ist nämlich aus Alu. Kann man auch biegen. Komisch. Und da ist der nächste Fund. Ein kleiner Knopf. Mit Wappen drauf. Und mal gucken, ob die Öse noch dran ist.
Jawohl, die ist auch noch dran. Ja, schöner Knopf, schön gut erhalten. Sehr schön. Ah, das ist auch ein sehr schöner Fund. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Ich denke mal, es war an der Kleidung befestigt, dort an dieser Stelle. Und hier auf dieser Seite sieht man ein Gesicht. Dort. Ja, vielleicht ein Bärenstrauch hier links. Ja, genau weiß ich nicht, was das ist. Also wenn ihr da einen Plan habt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Dankeschön. Was für ein schöner Fund. Ein Herz, ein Anhänger zum Aufklappen. Vielleicht war mal ein Bildchen drin, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Fund. Material, keine Ahnung, wird eine Kupferlegierung sein, denke ich mal. Jo, weiter geht's. Und hier eine wunderschöne 50-Pfennig-Münze. Sich Regen bringt Segen. Von 1922, vielleicht 22, vielleicht 29, keine Ahnung. Auf jeden Fall schöne Münze. Ist zwar Alu, aber gut erhalten. Und hier haben wir den Deckel einer Taschenuhr. Wird wohl nicht so alt sein. Ist Edelstahl. Und hier ist sogar irgendwo eine kleine Gravur drin. Mal gucken, ob ich das zu Hause entziffern kann. Ja, schöner Fund. Ja, was haben wir hier? Auf den ersten Blick könnte es ein Beschlag gewesen sein. Wenn man es umdreht, sieht man allerdings eine sehr schöne Verzierung mit Eichenblättern. Ja, kann natürlich trotzdem kann trotzdem ein Beschlag sein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Muster. Und ja, könnte auch irgendeine Verzierung von irgendwas gewesen sein. Wer weiß, aber schön. Ah, eine wunderschöne 10-Pfennig-Münze aus dem Deutschen Kaiserreich. So gut erhalten habe ich die noch nie gefunden. Die ist nämlich von 1876, glaube ich. Und eigentlich sehen die echt verrottet aus schon, vergammelt. Aber die ist echt noch gut. Schöner Fund. Also was das ist, keine Ahnung. Hat mich erst an Bleischlag erinnert, aber ist wohl kein Blei, weil das ist zu hart. Kannst nicht biegen. Blei für Gewinde schon. Ja, also ein Silbernugget wird es wahrscheinlich nicht sein, deswegen, keine Ahnung, habt ihr da Ideen? Hier haben wir nochmal eine Münze und zwar, ich denke mal, ein Reichspfennig, Kaiserreich. Nur am Adler hinten erkannt, aber vorne erkennt man irgendwie nicht mehr so viel. Na, vielleicht nach dem Saubermachen noch ein bisschen mehr. Also bleibt dran, wie immer, zur Auswertung. So, es wird langsam dunkel, deswegen mache ich jetzt mal Licht an und zeige euch den nächsten Fund. Eine Kugel, Musketenkugel vielleicht, eine kleine. Aber ist sehr, also hat eine sehr, sehr glatte Oberfläche, deswegen finde ich es ein bisschen komisch. Aber was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Jo, und hier haben wir einen Pfeifendeckel, denke ich. Jo, da ist ein Scharnier dran. Genau. Jo, wir sind jetzt auf dem Feld. Und ich habe hier den ersten Fund gemacht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall scheint es vergoldet zu sein. Und ja, sieht daher relativ interessant aus. Könnte irgendwie von der Taschenuhr sein, denke ich mal. Vielleicht war hier das Zahnrädchen drin. Ja, ich glaube, das macht sogar Sinn. Von der Taschenuhr. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Und zwar habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich es dieses Mal ein bisschen anders gemacht habe mit den mit der Auswertung, beziehungsweise ich habe immer Bilder hinten dran gemacht, wie ihr gemerkt habt. Und ja, ich denke mal, das werde ich jetzt immer so machen. Das wird vielleicht ein bisschen einfacher und ein bisschen anschaulicher für euch, ein bisschen schöner.
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und ein Like, wenn ihr wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und schaut auf jeden Fall mal bei dem Kanal meines Vaters vorbei, der hat die Drohnenvideos gemacht. Den werde ich auch nochmal verlinken, den Kanal. Und ja, Dankeschön an ihn für die Videos und das neue Intro. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt dran. Ciao.